Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier im TS Classic. Wir sind auf der Niedertalbahn unterwegs und fahren einen kleinen Dampfsonderzug. Ja, wir haben hier die 8F in der Sonderlackierung von der Qui und haben hier hinten die MK1-Wagen drin mit der West Coast Railways Lackierung. Sind ein paar Stück. Wir werden unterwegs ein, zweimal anhalten. Ja, Wetter ist blöd, aber ist halt, wie es ist, ne? Und es sollten Gegenzüge entgegenkommen und er hat eigentlich vor mir wegfahren sollen, was er nicht gemacht hat. Also fahren wir jetzt erstmal. So, du kommst mal ganz nach vorne. Wobei, ne, eigentlich nicht. Bleibst ungefähr mal hier. Und bremsen, lösen. So ein Scheißwetter. Wir könnten eigentlich die Türen kurz aufmachen, damit hier mal Leute einsteigen. Ja. Will keiner einsteigen hier. Wieso gehen die alle nach vorne? Ja, dann halt nicht. Machen wir die Türen wieder zu. Sehr Abfahrt. Oh shit. Und wir drehen schon durch. Geil. Boom, du schaffst es. Komm, 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 komm. Fahr los. Das ist nicht mein Sandenbutton. Sandstreuer, geht doch. Nice. So, Fenster machen wir hier mal auf, wenn ich hier meine Kanäle durstig habe. Okay, Clip haben wir jetzt mal drin. Ah, Zylinder hinten schließen. Das war natürlich noch hitverdächtig. So, ciao Kollege. Ich sag eigentlich, dass du vor mir fahren sollen. So, auf die Geschwindigkeit. Ganz ehrlich, der Kesseldruck geht hier viel zu schnell nach unten. Das ist bei einer moderaten Einstellung eigentlich hier. Wir finden nach wie vor Druck. Also ich weiß nicht. So wie das umgesetzt ist, mit dem Kesseldruck bin ich nicht zufrieden. Na komm, geh mal ein bisschen nach oben. Hier die Anzeige. Ja, ist schon ein bisschen tief jetzt hier. Auch hier machen wir Fenster auf. Ich brauche Geschwindigkeit. Komm, zieh mal. So geil. Man glaubt, wir hätten jetzt auch bei schönem Wetter fahren können. Aber ich wollte ein bisschen eine kleine Challenge machen. Dass ich da mal ein bisschen was zu tun habe. Unsere Sonderfahrten müssen ja nicht immer bei schönem Wetter sein. So komm, tu mal ein bisschen Dampf generieren hier. Schade, dass wir unseren einen Heizer hier nicht drin haben. Also ich habe es mal auf automatisch eingestellt, dass ich da nichts machen muss.
Aber wir sehen, dass er irgendwas tut. Imaginär. Warte mal, irgendwie kriege ich irgendwie so eine geile Kamera hin? Ja, geht doch. Können wir so tun, als ob, als wenn wir hier quasi der Heizer wären. Nice. Ja, doch. Einer der schönsten Strecken für Dampfloks hier. So, nächster Halt. Niederdorf-Felden, Bahnsteig 1, 3 Kilometer. Mal schauen, müssen wir da mal kurz 30 fahren. Theoretisch auch jetzt schon rollen lassen. Ich bin jetzt nicht so wie. Ja gut, wir haben eine Steigung. Vielleicht die geilste Idee jetzt schon rollen. Ja, okay. Runter vom Gas. Bahnübergang. Hast du jetzt eigentlich geblinkt? Blinkst nicht. Fängst du noch an zu blinken? Yes. Wunderbar. Ach stimmt, das ist die eine Kurve da mit 30. Oh, geil. Kesseldruck geht auch nach oben. Bin zufrieden. Habe ich wieder was zum Spielen. Warte mal, ich möchte mir das so in der Kurve mal kurz geben. Noise. Ja, 23 wäre noch was Schönes. Vielleicht irgendwann mal in der Zukunft. Ich finde es echt schade, dass sie da so wenig mit den Dampfloks hier machen. Da gibt es so schöne internationale Exemplare. Wie man sieht, auch TS Classic. Oder Medicas. Ist so eine Challenger. 2 Kilometer noch. Eigentlich hätten wir auch hier halten können. Moin, liebe Leute. Ihr dürft leider nicht mitfahren. Hätte es eins weitergehen müssen. Zu, kleiner ist offen, sehr gut. Boom, Geschwindigkeit. Ah, ich hoffe, ich kann das nicht mitten anhalten. Hey, das ist aber nicht geblinkt. Oder? Nee. Alter, wie der Druck nach unten rauscht. Das ist ja nicht normal. Oh, du hast geblinkt. Nice. Ja, wo ist er denn? Ach, da hinten. Super. Das wirkt gleich ganz anders, wenn man die Strecke von der anderen Seite her fährt.
Schön stehen bei mir. Am Sonderzug. Englischer in Deutschland. Södele. Na, wo ist der Bahnsteig? Und in der Kurve. Boah, shit, ich hoffe, ich bin jetzt zu lang dann für die Ausweiche. Das ist jetzt meine allererste Testfahrt. Knappe Sache hier. Also wenn wir dann die Begegnung haben, muss ich echt aufpassen. Dödele, die wären da mal da. Und direkt Ausfahrt. Nice. Bitte stehen bleiben. Dankeschön. Nice. Tür auf. Ja, wow. Das ist nicht das erste Mal, dass ich damit fahre, aber ich hab's neu installiert. Na, keiner will einsteigen. Ist jetzt schon dezent ein hoher Absatz hier, ne? Bräuchte man vielleicht so ein kleines Treppchen. Komm, einsteigen. Die wollen alle nicht mitfahren. Haben alle Angst vor mir. Ja, gut, dann fahren wir halt wieder. Keiner will mit dem Sonderzug fahren. Tschö. Tür zu. So, damit es ein bisschen schneller geht. Grüße dich. Ich will da 21 haben. Sag mal, Saut, ist alles okay bei dir? So, jetzt. Abfahrt. Na, wir rutschen schon wieder. Ach komm, ich brauche doch jetzt noch ganz wenig Leistung. Oh, ein bisschen mehr. Du schaffst es. Das ganz ohne Sand. Nice. Was haben die Zunge gar nicht gemacht? Ah, machen wir hier mal einen Karton auf. Alter, dieser Kesseldruck ist doch nicht normal. Auswerfer wieder zu. Ah, ich hab gleich keinen Saft mehr. Ah, bleiben wir auf 20%. Das gibt's einfach nicht. Luftklappen sind offen.
Oh, Pfeifsignale werden einfach gekonnt ignoriert. Moin, liebe Leute. Leider bleiben wir hier nicht stehen. Zu 30. Autsch, volles Gesicht mit der Blume da. Ah. Ast oder was auch immer das gewesen ist. Oh, bergab, das hilft. Sehr nice. Panorama-Ding. Ups, sag gleich Kamera. Ach, Kaffee weckt noch nicht. Ne, wird das was fürs Foto? Nice. So. Oh, da wären wir aber auch schon fast bei unserem Frau Max für sie aktuellen Abschnitt hier. Ja, wieder ran zur Lok hier. Stehen halt leider auf der falschen Seite. Frag mich halt, wo wir die Ausweiche machen werden. Im schlimmsten Fall stehen die alle noch im Startbahnhof und sind nicht losgefahren wegen mir. Oh, 40 hätte er da gern. Ist mal ein bisschen zu schnell. Ich meine, schaut euch das mal an. Wie geil sieht das denn aus? Ich meine, schöner, bei schönerem Wetter, aber trotzdem. Neues, 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 neues. Ah, das nächste Mal ein paar weniger machen. Ein bisschen ein Overkill für diese Strecke hier. Oha. Ist jetzt hier soweit? Nö, das sieht nicht so aus. Ja, da stehen ein paar Leute da. So, Leute, auch hier bleiben wir nicht stehen. Ein bisschen blöd hier mit dem Unterstand, ne? Und nein, die Tunnel. Komm, wir bleiben lieber hier drin.
This engine is fitted with standard automatic steam plate belt, 2 ejectors, no pump. Oh, dann wird er Gas geben hier. Naja, 60 macht den Geschmack jetzt. Damit wir wieder auf Maximalgeschwindigkeit den Kessel drauf verlieren. Beziehungsweise, ich muss mal wegen dem Kesseldruck mal ganz kurz was nachlesen. Bin gleich wieder bei euch. So, da bin ich wieder da. Und ich habe im Forum jetzt mal kurz nachgelesen, wie es eigentlich ist hier mit den Dampfloks und Dampfgeneration. Und das ist tatsächlich buggy und ein Teilfix ist angeblich schon gekommen. Aber halt nicht komplett. Und wenn man jetzt mal überlegt, wie lange die Dampfloks jetzt schon draußen sind, ist eigentlich schade, dass es bis jetzt noch nicht gefixt worden ist. Oh Mann. After the Games und Patchen, ne? Naja, ist bis ist. Ach ja, und die Dampers. Schon angeblich. Die Generierung runterdrücken. Cool. Wegen dem Auto Fireman. Kann ich das mal einstellen. Kilometer wieder anhalten. Nicht ganz der haben. Oh, nice. Ja, Foto. Nice. Ewald. Kilometer, wo ist es? Ach, da hinten. Okay. Ich würde so lachen, wenn der Gegenzug einfach auf uns zufährt. So nach dem Motto, fahrt jetzt Leiter, dem ist alles egal, da wird einfach geschickt. Das war jetzt ein bisschen viel. Ja, ein paar Leute müssen da im Grünen aussteigen. Oder einsteigen. Wenn denn jetzt überhaupt mal jemand mitfährt. Also 25% Cut-Off und der verliert einfach so viel Druck. So, liebe Leute, guten Tag. Sorry für die kleine Verspätung. So, na denn. So, steigen da jetzt welche ein? Schon wieder nicht. Mann. Müssen wir ganz kurz was ausprobieren. Kann man da was machen? Nö. Soll das eigentlich sein? Mülleimer? TPC? Insider, den ich nicht verstehe. Okay, ansonsten irgendwelche Specials hier am Bahnhof? Wenn ich schon mal da bin. Leute, einsteigen. Diese Bugs, die verfolgen mich.
so doof. Was macht denn hier so? Irgendwie so ein komisches Auto. Ich glaube, da gibt es eigentlich nichts mehr Interessantes. Okay. Gehen wir mal rein. Oh, steigst du erst ein? Steckst du ein? Steckst du ein? Probierst du es? Nö. Mann! Na gut, ein paar Leute sitzen wenigstens drin. Dö. Einsteigen. So. Auf die Türen verriegelt. Wunderbar. Lösen. Vorwärts. So. Na komm. Abfahren. So, Bremse sind gelöst. Okay, wir sind drüber. Und das sogar ganz ohne Rutschen. Nice. Mal kurz kontrollieren. Ja, doch. Schau dann an den Stingel. Wieder am runtergehen. Ventilator. Machen wir mal auf. Mann! Blöde KI. So. 50%. Ja, rauscht wieder nach unten. Ich kann mal wieder zumachen. Das ist halt einfach nicht normal. Ja, fuck. Und das jetzt bei der Steigung von 1% hier. So kann ich nicht arbeiten. Sag mal, Feuermensch, Heizer. Kannst du mal machen, dass hier ein bisschen mehr Dampf generiert wird? Voll am Rumschleichen. Tut mir leid, liebe Leute. Ah. Er ist ein bisschen am Scheitelpunkt jetzt. Generieren und verlieren. Oder auch nicht. Ah, das ist doch doof. Mal schauen, ob ich das mal ein bisschen overriden kann hier. Das bringt irgendwie auch nicht sehr viel. So, komm. Schneller. Wir kommen ja gleich zum Halt hier. Warum ist jetzt wieder so neblig hier? Was soll das? Aber ich glaube, das ist jetzt der Scheitelpunkt hier. Neues. Wir fahren eins weiter links, okay. Oh, ich glaube, da steht ein Zug. Da steht was. Mein Gegenzug. Ja, geil. Der Güterzug ist da.
So, moin liebe Leute. Wir haben es da oben geschafft. Nice. Bist du schon lang da? Eigentlich auch die geile Lackierung. So, der wird dann jetzt auch gleich mal wieder weiterfahren. Der gemischte hier. Ja, dann dürfte es mit der zweiten Zugbegegnung eigentlich auch nicht mehr lange dauern. So wie drüben ist so weh. Ich meine, es wird 40% bei 29% Cut-Off. Also, die haben ja die eigene Simulation nicht wirklich im Griff. So, lass mal rollen. Ich sehe hier nichts. Ich glaube, wir werden hier mal ein bisschen schnell. Aber es kommt jetzt eh gleich wieder 60. Lass mal rollen. Ja, da war's ja. Jetzt gerade auffällt, irgendwie habe ich jetzt die ganze Zeit keine dieser Mikroruckler, die ich sonst immer habe. Ob das im Nebel liegt, jetzt wo man nichts mehr sieht? Böse Zungen. So, machen wir mal 15%. So, perfekt. Jo, Pfeiftafeln, FTB. Jetzt müssen wir hier hin. Ich bin ein bisschen zu groß. Ja, das hat immer noch die geilste Ansicht hier. Wobei, gehen wir ein bisschen auf die Höhe hier. Ah, so schön im Schwung und wir müssen anhalten. Sehen, nein. Nein, ich bin schon ein bisschen mehr gefahren. Schaut, dass das nicht synchron, außer online synchronisiert wird. Wird irgendwie nur lokal gespeichert. Also jedes Mal, wenn ich die Station mehr zurücksetze oder so, ist halt wieder alles auf Zero. Dann machen wir den Auswerfer auf. Und ein bisschen bremsen. Oh, das war schon zu viel. Sieben Prozent. Ungefähr so. Oh, war ich glücklich. Ich hätte gerne mal auf der anderen Seite. Oder so. Ja, genau.
300 Meter. Das war schon mal das Ausfahrsignal. Oh, wir werden dann hier... Ja, unser Zug ist definitiv zu lange. Moin, liebe Leute. Yeah, und ich schieß drüber. Naja, besser für den Bodyübergang. Södele, Türen auf. Bitte alle einsteigen. Wir machen uns kurz unseren Bahnhofsrundgang hier. Kommt eh nix. Keiner steigt wieder ein. Haben wir hier irgendwelche Goodies? Leute, einsteigen. Ihr müsst nur ein bisschen klettern. So schlimm ist das gar nicht hier. Glaubt mir. Oh shit, ich hätte eigentlich eine zweite Dampflok hier einsetzen können. Als Gegenzug, das wäre es noch gewesen. So, haben wir hier Goodies? Goodies, Goodies, Goodies. Was zum... Okay. Du. Wieder abzulog. So, nächster Halt Stockheim. Noch 10 Kilometer. Oh, schneller sprinten. Zöbe. Tür zu. Bremse lösen. Und du gehst mal auf 50. Okay, das passt. Machen wir mal 10%. Wieder rechte Seite bei dir. Wenn ich da eine schnelle Kamera habe. Sehr gut. Hier machen wir dazu. Und dann schauen wir den Kessel wieder an. Dass er hier wieder leer wird. Oh Mann, ey. Du kannst echt nicht richtig Gas geben. Schaut, dass man da nicht irgendwie cheaten kann. Man schaut euch das mal an. Mann. Jetzt geht er wieder ganz leicht nach oben. Bei mir vermutlich langsamer werden, ne? 24 km/h. 0,7%. Oh, Auswerfer. Die ich mach mal zu. Komm mal die Dame. Zieh ihn rauf, den Zug. Hat so ein bisschen dezent Horrorfilm-Vibes hier. Ist aber irgendwas rausgeschossen, komm. Warum gib ich mal Gas? Das ist viel zu niedrig. Hm.
geht natürlich jetzt schön bergauf. Genau das, was man jetzt braucht in so einer Situation. Können wir jetzt nochmal weiter nach hinten drehen. Mal schauen, dass wir hier ein bisschen was an Dampf generieren. Okay, bei 40 bleiben wir gerade. Ja, scheiße, wir werden langsamer. Brauchen wir 45%. Sorry, hab hier nicht gepfiffen. So. Ja, wird immer langsamer. 50%. Komm, Spiel, generier! Frag mich, ob ich das vielleicht mit irgendeiner Inni oder so tweaken kann, dass es ein bisschen besser läuft. Dafür ist jetzt eh schon zu spät, wir sind eh mitten in der Fahrt. Nice, wir werden schneller. Ah, ich lasse es mal auf 30. Was machst du? Ist weiterhin am Fallen? Nee, er steigt. Steigt und fällt. Zeigt gleich. Nee. Ah doch, jetzt geht wieder nach oben. Und wieder nach unten. Weil das sieht doch nicht irgendwie abschauen konnten bei TS Classic. Ich meine, da ist ja relativ gut simuliert. Also war ja nicht so, dass man das neu erfinden muss. Ich meine, klar, doch, ganz andere Engine und so weiter, aber rein so von der Code-Logik hätte ich jetzt mal gesagt, kann man da sicherlich was abgucken. So. Schauen wir wieder auf Geschwindigkeit hier. Ich weiß, was nach unten geht. So. Neues. Ja, dann geben wir ein bisschen Leistung, damit wir hier schnell auf Geschwindigkeit bleiben. Wo ist der andere Zug? Wir müssen ein Szenario machen, wo man hier wirklich alles so zuplant, wie es nur irgendwie geht, dass hier so richtig Verkehr wäre. Ja, steht er vielleicht hier? Nicht so aus. Ah, blöder Nebel. Wegen dir sieht man nichts. Eigentlich wäre so ein kleiner Stellwerksimulator für so eine kleine Strecke auch nicht so doof. Das
du hier irgendwie sagst, du hast ja die Option, ja zu Fuß ja hier zu gehen, also irgendwie sagst du, fahr den Slider. Und dann machst du hier für so eine kleine Nebenstrecke eine FTL. Dann kriegst du irgendwie Punkte für die Pünktlichkeit und so, und dann gibt es vielleicht mehr Ausfälle. Aber ich glaube nicht, dass es jemals kommen wird. Dafür haben wir Simray. Also wirklich Reaktionen von Darktech Games bezüglich Simray hat es auch noch nie gegeben. So ist es bei den offensichtlichen. Was zum... Warum war da Gras dran? Okay. Ja, ein bisschen mehr Bums. Na, geht schon wieder nach unten. Okay, alles klar. Witzig wäre es, könnte ich mal hier rein? Mach die Tür auf! Mann! Machst du hier auf? Aufmachen? Aufmachen? Mann, der lässt mich nicht in meinen Zug rein. Das ist so gemein. Ah, warte mal, vielleicht. Ich tue die Kamera hier nochmal einstellen. Vielleicht. Ganz hinten. Haha, cool, das funktioniert. Nein, ich komme hier nicht rein. Und so die Frechheit. Konnte ich es hier simulieren, dass ich hier drin wäre. Oh, kann ich das Fenster nicht aufmachen? Ah, schade. So, 3,8 Kilometer, 40. Kannst du haben. So, das reicht schon wieder. Ja, wo ist der Übergang? Ah, da vorne ist er. Südli. Jetzt gerade Piano angehen, wenn wir eh gleich da sind. Ja, da ist Gegenzug 2 noch in der Station, so wie es aussieht. Schade. Ich hätte von der Zeit ein bisschen anders einstellen müssen. Ciao. Hey, es klappt wieder auf. Nice. Pünktlich zum Ende. Ja, Ventil hat auch seinen Spaß.
Du. Ja, vorletzte Bahnhof. Und dann geht's jetzt hier gleich in die Kurve. Und dann sind wir bei unserem Ziel. Oh, ist das schön. Also dynamisches Wetter, das hat schon was. Aber oh, für sowas, was man Vollpreis zahlt, kann man das Spiel ja nicht upgraden. So. Warte mal, warum kriegen wir da vorne jetzt schon Halt? Boah, soll das? Krieg ich jetzt echt keine Einfahrt. Oh, Mann. Meter. Das wäre es jetzt noch. Dass ich auf die letzten Meter das Szenario nicht abschließen kann. Weil irgendwie der Weg versperrt ist. Oh, wo ist es? Vorne. So, Stellwerk kontaktieren. Auf Signalwechsel warten. Ja, wow! Warum nicht? Weiter nach vorne. So, schön nah dran, damit das auch irgendwie mitkriegt. Ja, gut, dann wären wir erstmal da, beim Signal. Wir schauen jetzt mal ganz kurz, was da los ist da hinten. Weil das sind jetzt knapp 618 Meter. Ich glaube, das kann ich auch mit dem hier machen. Du. Ja, super. Ich hab's mir schon fast gedacht. Da steht ein Zug drin und der will natürlich raus. Und der kann nicht raus, weil wir da stehen. Oh, Spiel, warum hast du den nicht vorher irgendwie rausgeschickt, dass er, keine Ahnung, hier drin steht? Oh, Mann. Ja. Geil. Gut, dann kann ich wenigstens noch ein bisschen Fotoshooting machen hier. Da steige ich besser nochmal kurz ein. So, da Fotos. Irgendwie so. Perfekt. Ja, liebe Leute, das war's dann leider mit unserer Fahrt hier am Signal. Weiter geht's mit der Sonderfahrt nicht. Muss erstmal mit dem Fahrdienstleiter hier quatschen, was das hier soll. Aber war trotzdem die angenehme Fahrt. Schön, dass es jetzt gerade zum Schluss nochmal schön geworden ist. Ja. Hätte ein bisschen besser sein können, von der Performance her. Aber wollen wir uns jetzt allzu sehr beschweren. Also, bis denn dann. Bleibt gesund und gute Fahrt. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.